Eine Stoffwindel benötigt einen Nässeschutz. Ein Nässeschutz als Überhose kann aus verschiedenen Stoffen hergestellt sein. Und ich möchte dir heute in diesem Video die Wollüberhosen genauer vorstellen. Wenn du dich mit Stoffwindeln beschäftigst, dann weißt du ja, es gibt unterschiedliche Überhosen. Es gibt zum Beispiel welche aus Kunstfaser, wie diese hier aus dem sogenannten Pullstoff. Das ist in dem Fall ein Polyester, der mit Polyurethan beschichtet ist. Es gibt aber eben auch Überhosen aus einem Fließstoff, so wie ein Fließpullover. Oder eben, wenn du in ein natürliches Material möchtest, dann eben aus Wolle. Wolle ist ein ganz natürliches Material und darum ziehen viele Eltern dieses Material den Kunstfasern vor. Es gibt aber andere Eltern, die würden ja gerne mit Wolle wickeln, haben aber so den Eindruck, Mensch, das ist total kompliziert. Ich möchte dir in dem Video zeigen, dass es nicht kompliziert ist, aber erstmal erzähle ich dir nochmal ganz kurz, warum die Wolle sich denn so wunderbar für eine Stoffwindel eignet. Der wichtigste Punkt für uns ist dabei natürlich, dass Wolle bis zu 30% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das ist also schon mal ein wichtiger Punkt, denn so eine Stoffwindel kann ja doch sehr, sehr nass werden und dann dient die Wolle wirklich nochmal als Feuchtigkeitsspeicher. Der andere Punkt ist, Wolle ist selbstreinigend. Das heißt, du kannst die Wollüberhose ein paar Stunden lüften und danach riecht sie wieder frisch. Das ist natürlich auch ganz toll, du musst sie nicht jedes Mal waschen. Ein anderer Punkt, der eben den Eltern wichtig ist, ist wie gesagt, dass es ein natürliches Material ist und Wolle ist atmungsaktiv und auch temperaturausgleichend. Andere Eigenschaften der Wolle, wie dass die Faser eben wieder schön in ihre ursprüngliche Form zurückspringt oder dass Wolle einen sehr hohen Temperaturbereich hat, bis sie sich überhaupt erstmal verbrennen lässt, das ist jetzt tolle Eigenschaft der Wolle, aber für uns, für die Stoffwindeln, gar nicht wichtig. Wenn du übrigens erfahren möchtest, warum das so ist bei der Wolle, dann kannst du dir gerne ein Video darüber ansehen. Das habe ich gemacht. Ich schicke dir da den Link dazu. Dann siehst du nämlich anhand eines Schaubildes, wie es dazu kommt, dass die Wolle diese tollen Eigenschaften überhaupt bieten kann. Und gleich zu Beginn möchte ich jetzt erstmal mit diesem Vorurteil aufräumen. Wolle ist wahnsinnig kompliziert zu pflegen und darum kann ich sie nicht verwenden. Das ist nicht richtig. Ich habe dir ja schon gerade erwähnt, Wolle muss nur so alle 2 bis 3 Wochen lang überhaupt gewaschen werden. Das liegt eben an diesem Faktor, dass sie diese Selbstreinigung hat und nach ein paar Stunden Lüften dann wieder frisch riecht. Und irgendwann muss sie natürlich gewaschen werden. Aber das geht ja einfach. Du nimmst deine Wollüberhose und du nimmst ein Wollwaschmittel, das rückfettende Bestandteile enthält. Und zwar am besten dieses Lanolin, das Wollwachs, Wollfett, das eben vom Schaf direkt kommt. Denn das Lanolin, das regeneriert wieder die Faser und führt dazu, dass die Wolle auch weiterhin ihre tollen Eigenschaften behalten kann. Ich zeige dir mal hier in dem Töpfchen, wie Wollwachs in seiner Form dann aussieht, wenn es gereinigt ist. Das ist eine gelbliche, sehr zähe Paste. Und du kannst dieses Wollwachs bei uns bestellen. Manche Apotheken können das besorgen. Und dann kannst du dir damit mit diesem Wollwachs ein bisschen Spüli und heißem Wasser eine Wollkur anrühren. So, jetzt gehen wir aber erstmal zu dem Punkt zurück. Die Wollüberhose ist schmutzig, muss gewaschen werden. Dann nimmst du deine Wollüberhosen und dieses Wollwaschmittel. Du kannst jetzt entweder hingehen und Handwäsche machen. Oder du nimmst den Wollwaschgang deiner Waschmaschine. Es gibt mittlerweile sehr viele, die empfehlen, lieber die Waschmaschine zu verwenden. Denn leider ist das oft so, dass wir dazu neigen, die Temperaturen zu schnell, zu heiß, zu kalt zu wechseln oder eben zu fest zu rubbeln und zu reiben. Dadurch schrumpft das Gewebe ungleichmäßig und das sieht dann sehr unschön aus. Also Wollwaschgang verwenden in der Maschine und dann nach musst du die Wollüberhose aber eben in einer Wollkur oder Wollimprägnierung noch liegen lassen. Das rührst du jetzt extra an. Eben, wie gesagt, entweder mit dem Wollwachs oder du nimmst eine fertige Wollkur oder Wollimprägnierung. Rührst dir einfach nur nach Anleitung an. Das heißt, du nimmst die Flüssigkeit und warmes Wasser in einer Schüssel. Dann legst du deine feuchte Überhose da hinein, lässt sie ein paar Stunden liegen. Danach wird sie rausgenommen, nochmal kurz durchgespült,
vorsichtig ausgedrückt oder eben in einem Schleudergang, der dem Wollschleudergang aber entspricht, an der Maschine dann nochmal durchgeschleudert. Danach legst du die Wollüberhose auf dicken Handtüchern flach aus. Und dann muss sie trocknen. Das ist natürlich vom Zeitaufwand länger, da die Trockenzeit ja etwas braucht, aber der eigentliche Arbeitsaufwand ist gar nicht so viel und du musst es ja nur alle 2 bis 3 Wochen dann wirklich machen. Solltest du jetzt den Fall haben, dass zum Beispiel am Beinbündchen hier in dem Bereich oder im Schrittbereich sich Kaka befindet, weil die Windel ausgelaufen ist, dann kannst du den Fleck ja auch ganz gezielt behandeln. Du nimmst ein Fleckenmittel, wie zum Beispiel eines, das Panama-Rindenextrakt enthält und das eben dann auch für Wolle oder Wolle-Seide geeignet ist, das nimmst du, behandelst diesen Fleck und dann ist es gut. Und wenn du ganz sicher gehen möchtest, dann nimmst du von deiner Wollkur, die du irgendwann mal gemacht hast, nimmst du dir ein Restchen, füllst diesen Rest in einer Sprühflasche ab, zum Beispiel in einer leeren Flasche wie dieser hier. Und danach, wenn du den Fleck dann also sauber weggemacht hast, dann gehst du einfach nur hin, einsprühen, trocknen lassen und dann kannst du die Wollüberhose auch schon wieder benutzen. Also du siehst, im Grunde genommen sind Wollüberhosen wirklich was für etwas faulere Menschen, die dann nämlich das nur alle paar Wochen machen müssen. Du kannst hier sehen, dass Wollüberhosen völlig unterschiedlich verarbeitet sein können. Gehen wir jetzt mal zu dem Klassiker. Das wäre in dem Fall zum Beispiel diese hier. Das ist eine sogenannte doppelt gestrickte Wollüberhose. Die besteht aus 2 Lagen Stoff, daher doppelt gestrickt. Es gibt sie auch einfach gestrickt, dann ist es nur 1 Lage Stoff. Diese ganz klassische Wollüberhose hat einen sehr hohen Bauchbund. Der hält Bauch, Rücken und die Nieren schön warm, gleichmäßig temperiert. Die haben ganz weiche, angesetzte Beinbündchen. Und in einer solchen Schlupfhose kannst du ganz viel darunter verstecken. Du kannst diese Wollüberhosen auch bei ganz vielen unterschiedlichen Windeln verwenden. Sie eignen sich wunderbar für Höschenwindeln, für Bindewindeln, für Mullwindeln, die mit einem Snappy geschlossen sind. Nicht so geeignet sind sie für sogenannte Pre-Folds oder Systemwindeln. Windeln, die mit einem Snappy nur so gerade eben zusammengehalten werden oder eben die sonst gar keinen Verschluss haben. Also dafür sind die dann nicht so gut. Alles, was einen Verschluss hat oder eben verschlossen wird, darüber kannst du gut eine Schlupfüberhose dann ziehen. Du siehst auch, es gibt diese Wollüberhosen, diese gestrickten, mittlerweile nicht nur in Natur, wie diese ganz klassische. Es gibt sie auch in Farbe, wie hier von Disana. Die gibt es in unterschiedlichen Farben. Es gibt sie von anderen Anbietern auch teilweise gerählt. Was du ja auch erkennen kannst, ist, das Gewebe ist sehr weich und locker. Jetzt ist es ja so, dass die Wolle, die Wollfasern, die kann sich wunderbar verhaken und dann wird sie dichter. Also wenn sich die Wollfasern verhaken, sind sie noch dichter und halten noch besser die Nässe im Inneren. Und es kann ja immer mal passieren, wenn du jetzt ein Kind hast, das sehr viel pieselt, wo die Windel sehr, sehr nass ist. Ja, und dann schafft es auch die Wolle nicht mehr so ganz gut, das alles noch aufzunehmen, weil noch mehr Feuchtigkeit da ist. Dann ist es gut, wenn die Wollfasern hier schon verdichtet sind. Und das kannst du künstlich herbeiführen, indem du warmes Wasser nimmst, eine Olivenölseife und dann rubbelst du hier so lange, bis es dicht genug ist, bis es etwas geschrumpft ist. Und dann hast du sie also künstlich verdichtet, dichter gemacht und das Auslaufen wird damit einfach schwerer. Du wirst übrigens auch im Laufe der Zeit bei diesen Schlupfhosen merken, dass sie kleiner werden. Das passiert durch die natürliche Reibung und natürlich auch durch die Wäsche. Und dann schrumpft sowohl der Bauchbund als auch hier die Bündchen, die werden auch kleiner. Aber dann ist deine gesamte Wollüberhose viel dichter. Das heißt, wenn du jetzt wirklich Wert darauf legst, dass die Wollüberhose so richtig, richtig dicht ist, nimmst du entweder eine schon gebrauchte oder du verdichtest es hier. Und wenn du oder du machst einfach den Wickelabstand recht kurz. Viel dichter sind natürlich Hosen, die schon gleich aus dem sogenannten Wollwalk hergestellt werden. Bei dem Wollwalk handelt es sich dann um ein Wollgewebe, das in der Fabrik schon mechanisch behandelt wurde. Das, was du
selber machen kannst, passiert dort im großen Stil mit heißem Dampf, mit Seifenlauge und mit mechanischer Beanspruchung. Da verhaken sich dann eben auch wieder die Wollfasern und dann bekommst du einen Stoff, der sehr, sehr dicht ist und schon dicht hält. Aber der kann eben auch unterschiedlich aussehen. Jetzt siehst du, der ist so, ja, so ein bisschen knüttelig, so ein bisschen knotig sozusagen. Das ist jetzt die Sana-Walküberhose und die ist schön dicht, aber relativ dick. Das liegt einmal an dem Stoff, es liegt natürlich auch an der Art der Beinbühnchen, die hier verwendet werden. Die Sana-Hose-Überhose, die hat das, wie gesagt, so, dass hier in der Mitte noch eine zusätzliche Lage an Walkstoff eingenäht ist. Sie hat dieses angesetzte Wollbeinbündchen und sie hat einen Klettverschluss. So, und die sind ziemlich groß geschnitten, die Überhosen von Disana. Eignen sich also wunderbar für dickere Stoffwindelpakete am Popo und sind damit auch eine ganz tolle Überhose dann für die Nacht. Ähnlich ist jetzt die von Popolini. Nur, dass Popolini eben jetzt einen sehr, sehr glatten Wollwalkstoff genommen hat. Und eine Besonderheit der Popolini-Überhose sind die Beinbündchen, die außen angenäht sind. Das ist also wirklich mit Absicht so. Und dann ist innen ein glatter Rand. Das ist jetzt hier bei Disana anders gelöst. Da wurde das Bündchen quasi doppelt genommen. Hier gibt es auch keinen Rand. So, aber bei Popolini wäre es halt so wie die Beinbündchen sind, wäre eine Naht, die direkt an der Haut liegt und darum liegt die außen. Ist auch schön dicht und hat auch hier innen drin eine zusätzliche Lage an Wolle eingenäht. Genauso ist das auch beim Wollwickel Amsterdam, den zeige ich dir hier direkt an der Puppe. Und der hat eben hier ein sogenanntes doppeltes Beinbündchen, ja, das auch sich sehr schön hier am Beinchen dann anschmiegt. Der Wollwickel hat noch eine Besonderheit, bei den größeren Größen gibt es noch Druckknöpfe zusätzlich zum Klettverschluss, sodass die Kinder das nicht so leicht selber aufmachen können. Wenn du jetzt eine etwas dünnere nehmen möchtest, dann wäre zum Beispiel diese hier von Puppi. Das ist auch eine zweilagige Wollüberhose mit einem ganz, ganz dünnen Wollbalg, aber ohne Bündchen. Das heißt, hier hast du den Beinabschluss, einen ganz glatten Beinabschluss. Der Gummi ist direkt hier eingenäht. So, und dann musst du eben darauf achten, dass du hier auch wirklich immer noch mal hingehst und diese Beinbündchen noch mal nach innen mit einrollst. Ja? Also damit schiebst du nicht nur den saugenden Zipfel hier von der Windel noch mal mit rein, sondern auch das Gummibündchen, damit das besser sitzt und damit hier an dieser Stelle, dem Beinbündchen, nichts auslaufen kann. Das ist ja ganz oft eine Schwachstelle bei vielen Überhosen. Du siehst auch, dass die Puppi sich zum Beispiel über ein paar Größen hinweg verwenden lässt. Die lässt sich also hier verstellen. Es gibt sie auch in einer speziellen neugeborenen Größe und eben auch für noch größere Kinder. Und die wird mit Druckknöpfen auch verschlossen. So, jetzt haben wir noch eine Besonderheit und das sind Überhosen, die außen einen Stoff aus Baumwolle haben. Die gibt es noch nicht so lange, ich glaube so seit 2017, 2018. Diese hier sind jetzt von dem Hersteller Anavi, die gibt es einmal in Schlupfform. Es gibt sie aber auch als Überhose mit Druckknöpfen oder auch mit Klettverschluss. So. Und du siehst, sie haben hier innen drin einen Wollstoff, auch hier in der Mitte wieder eine doppelte Lage und außen ist der Bezug aus Baumwolle. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt auch 3 Wochen lang aushält, so wie die reinen Wollüberhosen. Denn je nachdem, wie nass dann eben die Saugwindel ist und wie viel Urin hier die Wollfasern aufgenommen haben, kann ich mir vorstellen, dass dann doch der Oberstoff auch mal auch schon früher anfängt zu riechen. Dann musst du sie also doch schon früher wieder waschen.
Es ist auch kein Problem, den Baumwollstoff mit dem Wollwaschmittel zu waschen und in der Wollkur liegen zu lassen. Das ist nicht schlecht für die Baumwollfaser. Was du natürlich machen kannst, ist, dass du selber nochmal die hier so eine quasi so einen Abwehrschutz da reinlegst. Es gibt Wolleinlagen, entweder gestrickte oder leicht angefilzte. Die kannst du hier drauflegen, sodass gar nicht so viel Pipi an diese Wollinnenseite kommt. Oder du legst noch eine zusätzliche Hanfeinlage hier drauf. Das sind die Wollüberhosen. Aber die haben dann natürlich den Vorteil, dass sie außen ein tolles Muster haben. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass diese Wollüberhosen, also mit der Baumwolle außen, dass sie ganz toll für den Sommer sind. Wenn die Kinder dann eben auch gerade im Garten, im Sandkasten viel herumlaufen und dann auch da drin sitzen. Denn dann setzt sich ja doch gerne irgendwie der Sand in der Wolle ab. Gerade hier bei den gestrickten. Da ist das dann mit so einer glatten Baumwolle außen natürlich viel praktischer. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Eine gemischte Baumwolle, Wollüberhose oder eine reine Wollüberhose. Also wenn ich das jetzt nochmal kurz zusammenfasse, Wolle hat super tolle Eigenschaften, die wir bei den Stoffwindeln dann gerade benötigen. Der Nässeschutz ist ganz toll, sie nimmt noch 30% an Feuchtigkeit auf, sie ist selbstreinigend, das heißt, du kannst sie lüften lassen, du musst sie nicht so oft waschen, sie ist temperaturausgleichend und es ist ein natürliches Material. Die Pflege ist gar nicht so aufwendig, wie ich dir das eben erklärt habe. Ja, und es gibt sie sowohl als Schlupfform, es gibt sie mit Klettverschluss, es gibt sie mit Druckknöpfen, es gibt sie mit Wachsen, aber in den allermeisten Fällen hast du einfach unterschiedliche Größen. Ich hoffe, dass das Video dir jetzt gefallen hat und wie gesagt, wenn du noch mehr über Wolle erfahren möchtest, es gibt ja noch ein zweites Video. Außerdem haben wir auch eine eigene Playlist, in der wir Begriffe aus der Stoffwindelwelt erklären, das Stoffwindel-ABC. Das findest du auch auf unserem Kanal. Du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und weiter unsere Videos schaust. Vielleicht hast du ja auch eine Idee oder einen Wunsch, was ich dir mal vorstellen oder erklären soll. Und ansonsten, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.